Ja, heute ist Weltspartag. Ich habe das vergangene Jahr fleißig gespart. Und jetzt schauen wir mal, ob sich's ausgezahlt hat. Schon von klein auf habe ich zum Sparen angefangen, um mir den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen. Und auch heute noch werden schon die Kinder zum Sparen herangeführt, um sich kleine und große Wünsche zu erfüllen. Gibt's was Bestimmtes, auf was du sparst? Damit ich als Erwachsener viel Geld habe. Und was magst du dann nochmal kaufen von dem Geld? Yu-Gi-Oh! Karten. Ich wollte aber ein eigenes Pferd haben, aber es ist nie aufgegangen. Und mit dem Geld, was ich mir gespart habe, habe ich mir dann halt meine Wünsche erfüllt, was ich dann halt so gehabt habe im jugendlichen Alter. Worauf sparst du? Auf ein Mikroskop. Ein Auto und eine Wohnung. Ja, ich habe auch so meine Wünsche gehabt, zum Beispiel, dass man auf ein Fahrrad einmal spart. So ein Rucksack. Ich habe immer schon den Traum gehabt von einem Eigenheim. Und darum habe ich auch als Kind immer schon was zusammengespart und auch die Eltern als Unterstützung immer gehabt für den Bausparer, dass ich mein Ziel näher gekommen bin und das jetzt auch schon verwirklicht habe. In der Volksbank in Eugendorf ist der Weltspartag ein ganz besonderer Tag mit einem Clown, Geschenken und einem Gewinnspiel. Wer das richtige Puzzleteil besitzt, der bekommt einen der drei Hauptpreise. Gerade für die Kinder ist ja das Sparen insofern am Weltspartag besonders attraktiv, weil es ja dann immer ein kleines Geschenk gibt. Heuer haben wir ja auch den Clown Pedro noch als Unterstützung in der Filiale, der für die Kinder also da Figuren aus Luftballons bastelt. Und das, glaube ich, macht den Kleinen ganz besonders viel Spaß. Es sind Aktionen, die vor allem den Kindern eine Bank und den Umgang mit Geld näher bringen sollen. Sehr gut, willkommen am Weltspartag. Endlich bin auch ich an der Reihe. Wie funktioniert denn jetzt genau die Münzzählmaschine? Also die zählen alle Münzen ganz genau. Ihr kennt auch, ob die echt sind oder nicht. Das ist auch ganz wichtig. Und die Gesamtsumme notieren wir uns dann immer. Genau, 27,41 Euro hast du an Münzen gehabt. 27 Euro? Naja, das könnte das nächste Mal doch etwas mehr sein. Denn wie man sieht, auch mit Kleingeld lässt sich ein kleines Vermögen anhäufen. Ein guter Spartipp. Ich tue bei den Zeiten Euro als Kleingeld auf Zeiten. Weil mit dem Kleingeld tue ich weniger aus und über das Große und dann bleibt mir so viel Kleingeldtasche. Das tue ich das aber auf Zeiten. Eine Studie aus dem Jahr 2016 ergab, dass 69% der Österreicher Wert aufs Sparen legen, trotz der kaum vorhandenen Zinsen. Den Eugendorfern scheint das Sparen schon in die Wiege gelegt zu sein. Ist es Ihnen wichtig, dass die Kinder von Anfang an schon das Sparen auch lernen? Oder worauf sparen denn die Kinder? Ja, schon sehr wichtig. Also, dass sie dann einmal im Späteren irgendwo ein bisschen was auf der Seite haben, dass sie sich dann einmal was leisten können. Kommt alles irgendwann wieder mal retten, was sie brauchen. Aber nicht jeder Cent landet bei den Jüngsten im Sparschwein. Malis, bist du eine fleißige Sparerin? Ja. Wie viel hast du heute schon gespart? Ich habe eigentlich das Restliche in Italien ausgegeben, aber heute habe ich nur einen 20er mitgenommen. Ich gebe schon gern Geld aus für was anderes. Zum Beispiel für was? Ich mag sehr gern Unicorns. Während ich noch auf mein altes Sparbuch einzahle, wird das Online-Sparen vor allem bei den Jugendlichen immer beliebter. Aber auch andere Anlageformen gäbe es genug. Was gibt es für andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Bausparen? Ist das ein Thema? Nach wie vor, genau. Das ist unter den Österreichern der Klassiker der Bausparer. Es gibt aber auch die anderen Bereiche wie Fondssparen, was auch sehr interessant ist, jetzt in der Niedrigzinsphase, sage ich jetzt einmal. Oder eben auch im Versicherungsbereich, wenn man längerfristig was machen will, ist es auch recht interessant. Nun bin ich aber schon gespannt, wie viel ich mir wirklich erspart habe. Wie schaut es jetzt aus? Gesamt hast du 107,41 Euro zusammengespart. Super! Ich spare übrigens für meinen nächsten Sommerurlaub. Bis dahin bleibt das Geld auf meinem Sparbuch. Ein Geschenk zum Weltspartag gibt es auch für mich. Also man sieht, wer spart, es zahlt sich aus, der wird belohnt. Das Schwein ist jetzt leer und bereit, wieder aufgefüllt zu werden.